Und das würde bedeuten, dass ein komplettes Buch mit 10.000 Wörtern euch gerade mal 30 Cent kosten würde. Ich lade jede Woche 3 bis 4 Videos hoch zum Thema Online-Geld verdienen. Also wenn du kein neues Video verpassen willst, dann klick im besten Fall jetzt auf Abonnieren. Vielen Dank. Ja, heute wollen wir wieder über künstliche Intelligenz reden. In diesem Fall über OpenAI. Denn heute wollen wir verschiedene Texte mit künstlicher Intelligenz schreiben lassen. Dafür müsst ihr einfach auf die Website von OpenAI gehen und euch dort registrieren. Einfach mit eurer E-Mail-Adresse oder mit eurem Google-Account und dann könnt ihr auch direkt loslegen. Ja, was könnt ihr alles auf OpenAI machen? Zum Beispiel hier, ihr stellt eine Frage, bekommt eine Antwort, Grammatikkorrektur, Zusammenfassen von Texten, dann auch Übersetzungen und so weiter. Also alles, was so mit Textschreibung zu tun hat. Und das können wir für uns nutzen, damit wir damit dann später Geld verdienen können. Ja, dafür gehen wir jetzt einfach mal hier auf den Playground und dort können wir der künstlichen Intelligenz verschiedene Befehle geben und sie antwortet dann auf die Befehle. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt hier reinschreiben, schreibe mir eine Kindergeschichte. Dann drücken wir hier auf Enter und jetzt seht ihr hier, dass die künstliche Intelligenz uns eine Geschichte geschrieben hat. Hier seitlich können wir einstellen, wie lang der Text sein soll. Dann hier habe ich mal das DaVinci 003 Modul ausgewählt. Das ist das Beste, was es gibt. Und jetzt seht ihr hier die Geschichte. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Emma. Sie hatte ein kleines Haus in einem Wald voller magischer Kreaturen. Jeden Tag machte Emma ihren Spaziergang durch den Wald und begrüßte jeden der magischen Kreaturen, die sie sah. Also ihr seht, der Text ist grammatikalisch und von der Rechtschreibung her perfekt. Also wirklich extrem gut. Jetzt löschen wir es mal raus. Und jetzt können wir oben eingeben, schreibe mir ein Pfannkuchenrezept. Auch wieder Doppelpunkt. Enter. Und siehe da, er macht erst die Zutaten perfekt aufgeführt und dann macht die Zubereitung. Also er versteht genau, was wir wollen. Und so könnt ihr zum Beispiel auch jedes Rezept eingeben, was es für euch schreiben soll. Und gerade wenn ihr es auf Amazon KDP Kochbücher verkaufen wollt, wäre das eine perfekte Möglichkeit, dass ihr Rezepte bekommt und diese dann in euer Buch packen könnt. Wir können auch jetzt mal den Text hier kopieren. Klicken auf Kopieren, löschen alles. Und jetzt sagen wir hier oben, schreibe diesen Text um. Doppelpunkt. Dann fügen wir den Text ein, den wir gerade eben hatten. Klicken jetzt auf Enter. Und jetzt schreibt er zum Beispiel hier, in einer Schüssel Eier, Mehl und Backpulver verrühren. Und hier oben schreibt er Eier, Mehl und Backpulver in einer Schüssel verrühren. Ja, und so nimmt er eben sich jeden Satz vor, stellt ihn ein bisschen um, nimmt ein bisschen andere Wörter. Und so könnt ihr auch zum Beispiel einen kompletten Text rein kopieren und diesen von der künstlichen Intelligenz umschreiben lassen. Was auch noch interessant wäre, falls ihr jetzt irgendein Produkt verkauft, ein physisches Produkt, und ihr braucht einen Beschreibungstext dafür, also eine Produktbeschreibung, könnt ihr das auch schreiben lassen. Zum Beispiel schreibe mir eine Produktbeschreibung von, sagen wir mal, Monopoly, das so ein bisschen eine Aufgabe hat. Doppelpunkt. Ja, und jetzt schreibt er wieder einen Text hier. Monopoly ist ein Brettspiel, das seit mehr als einem Jahrhundert unterhaltsam ist. Da seht ihr wieder, der Text perfekt geschrieben und könnt ihr dann so kopieren und in eure Textbeschreibung einfügen. Ja, und jetzt mal zu der Preisgestaltung. Also hier seht ihr die Basismodelle und ich hatte gerade das DaVinci Tool, also das beste Tool. Und da kosten 1000 Token, kosten hier 2 Cent. 1000 Token sind ungefähr 750 Wörter. Und da habe ich euch mal hochgerechnet, wenn ihr jetzt so einen Ratgeber schreiben lasst mit 10.000 Wörtern, wären das ca. 15.000 Tokens und im Prinzip wären es dann 15 mal 0,02, 15.000. Das würde bedeuten, dass ein komplettes Buch mit 10.000 Wörtern euch gerade mal 30 Cent kosten würde. Also extrem günstig. Ja, wie könnt ihr Geld verdienen? Die erste Möglichkeit wäre die, dass ihr auf Fiverr geht und dort einen Gig anbietet, dass ihr Produktbeschreibungen schreibt. Das heißt, Leute schicken euch euer Produkt. Und ihr gebt dann der KI Befehle zu dem Produkt. Schreibe mir eine Produktbeschreibung zu dem und dem. Lasst das schreiben, kopiert es, schickt es dann den Kunden und könnt dann so hier
70 € verdienen, 150 € verdienen, so viel wie ihr eben verlangen wollt. Die zweite Möglichkeit wäre das, dass ihr Kindergeschichten schreibt zu verschiedenen Themen. Das ist eben auch eine extrem hohe Nachfrage und dort genau das Gleiche, wie ich euch gerade gezeigt habe. Gebt einen Befehl, schreibe mir eine Kindergeschichte zu dem und dem Thema und dann habt ihr die Geschichte und könnt sie wieder dem Kunden schicken. Ja, und die dritte Möglichkeit wäre in diesem Fall Amazon KDP. Das heißt, ihr produziert ein komplettes Buch, ladet das als PDF-Datei bei Amazon KDP hoch und verkauft es dann dort online. Das heißt, immer wenn jemand euer Buch kauft, wird das Buch von Amazon gedruckt und an den Kunden geliefert. Und da habe ich euch ja das Beispiel gezeigt mit den Rezepten. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel eure Rezepte dort schreiben lassen, dann alles zusammenfügen zu einer Datei, das Buch formatieren lassen und dann eben verkaufen. Ja, falls ihr noch mehr Videos sehen wollt zum Thema künstliche Intelligenz und Online-Geld verdienen, dann lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich echt extrem freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem neuen Video. Ciao.